Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute meine Neuzugänge aus dem Oktober vorstellen. Der Oktober war Buchmesse-Monat. Ich konnte leider nicht auf der Buchmesse sein, aber mir wurde der Monat trotzdem ein bisschen versüßt und zwar durch die ganzen tollen Neuzugänge, die hier angekommen sind. Das haben mich so viele tolle Bücher erreicht, dass ich schon wieder gar nicht weiß, wo ich mit dem Lesen anfangen soll. Also, wie immer gilt, wenn ihr mir irgendeines der Bücher besonders ans Herz legen könnt, dann schreibt es mir in die Kommentare, damit ich so ein bisschen eine Erleichterung dabei habe, mich zu entscheiden, was ich davon als erstes lesen soll. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind insgesamt 15 Bücher bei mir eingetrudelt im Oktober. Eins davon habe ich tatsächlich sogar schon gelesen, da war ich sehr, sehr gut und ich freue mich auf jedes Einzelne, es sind so tolle Bücher dabei und welche, das zeige ich euch jetzt. Fangen wir mal mit dem Buch an, was ich schon gelesen habe. Das ist nämlich auch eins meiner ersten Neuzugänge im Oktober gewesen. Und zwar ist es Lockwood & Co. Das grauenvolle Grab. Das ist der letzte und finale Band von der Lockwood & Co. Reihe. Und auch wenn Lockwood & Co. nicht perfekt ist, ist es eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Ich liebe die Charaktere. Ich liebe diese Mischung aus Spannung, Grusel und einer gesunden Portion Humor. Und ich habe mich auch wieder in diesen fünften Band total verliebt. Mehr dazu im Monatsrückblick. Das war auf jeden Fall mein erster Neuzugang im Oktober, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich habe mir dieses Buch ja absichtlich erst jetzt gekauft, weil ich es im Oktober lesen wollte. Und ich dachte, okay, wenn ich das schon früher zu Hause habe, kann ich mich wahrscheinlich nicht zusammenreißen und lese es früher. Und das wollte ich vermeiden. Deswegen habe ich es mir erst Ende September bestellt. Und es ist tatsächlich eingetrudelt. Ich glaube, am 1. Oktober oder am 2. Also ich glaube, kurz nachdem ich das Neuzugänge-Video für September gedreht hatte. Es sollte eigentlich irgendwie früher kommen und ich dachte so, ich kann es im September noch mit reinnehmen ins Video, aber es hat dann doch nicht mehr geklappt. Naja, das war auf jeden Fall somit mein erster Neuzugang, einer, über den ich mich wahnsinnig, wahnsinnig gefreut habe. Und wie gesagt, der ist schon gelesen, mehr dazu dann in meinem Monatsrückblick. Auch das zweite Buch ist ein wahres Neuzugänge-Highlight. Ich liebe es. Ich freue mich jetzt schon so darauf, es zu lesen. Ich zeige euch mal nur den Buchschnitt. Ich glaube, ihr wisst sofort, welches Buch es ist. Ja, er ist knallorange. Ich liebe es. Und zwar ist es Das Gold der Krähen. Die Fortsetzung von Das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Und ich freue mich schon sehr, sehr auf diese geniale Fortsetzung. Sie muss einfach genial werden. Sie kann nicht anders werden, weil Band 1 war so toll. Im ersten Band geht es um sechs völlig unterschiedliche Charaktere, ganz besondere Charaktere, wie ich finde, jeder mit seinen eigenen Problemen, seinen eigenen Schwächen, seiner eigenen Mission. Und diese Charaktere müssen sich zusammentun und das bestgeschützteste Gefängnis dieser Welt überfallen, beziehungsweise halt da einbrechen und den gefährlichsten Magier, den es dort gibt, befreien. Wieso, weshalb, warum, das müsst ihr selbst lesen. Ich war nicht nur von der Geschichte an sich begeistert, weil sie total spannend ist, sondern habe mich auch einfach in jeden dieser ganz besonderen Charaktere verliebt. Und das, obwohl sie gar nicht alle gut sind. Also viele von ihnen oder eigentlich alle haben dunkle Seiten und wenn man sie im echten Leben kennen würde, würde man wahrscheinlich einen Bogen um sie machen. Aber so als Charaktere für diese Geschichte fand ich sie einfach, einfach unfassbar genial und deswegen freue ich mich schon sehr, sehr auf diese Fortsetzung. Dann ist der dritte Band einer Trilogie bei mir eingezogen, den ich auch jetzt gleich im November lesen möchte. Auch hier habe ich echt Luftsprünge gemacht, als dieses Buch bei mir angekommen ist. Und zwar ist das Redwood Love. Es beginnt mit einer Nacht. Ich glaube, zu der Reihe brauche ich nicht mehr so viel zu sagen. Da gab es zurzeit so viel, auch von meiner Seite. Von daher lasse ich das jetzt einfach so stehen. Bei mir ist der dritte Band eingezogen. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Und ihr solltet die Augen offen halten nach der Rezension. Ich darf nämlich ein Exemplar dieses Buchs verlosen, was ich dann im Rahmen der Rezension machen werde. Da ich das Buch im November jetzt erst lese, wird es natürlich noch ein bisschen dauern, bis die Rezension dazu kommt. Aber wie gesagt, wenn ihr den dritten Band haben möchtet, dann schaltet da gerne ein. Vielleicht habt ihr ja das Glück und gewinnt ihn dann. Dann erreichte mich in einem unfassbar süßen, liebevoll gestalteten Päckchen von der lieben Julia ihr Buch, was sie jetzt veröffentlicht hat. Und zwar Die Essenz der Magie, die Lehrerin Begabte von Lia Katrina, so nennt sie sich ja hier auch bei ihrem Kanal. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und sie hat mir ein total süßes Päckchen geschnürt mit ihrem Buch, was sie jetzt veröffentlicht hat. Ich freue mich wahnsinnig für sie und habe mich auch sehr, sehr darauf gefreut, als dieses Buch dann hier ankam und freue mich schon darauf, es zu lesen. Und
es ist mir etwas passiert. Es ist eigentlich total dämlich, weil es mir in diesem Monat gleich zweimal passiert ist. Und zwar ist dieses Buch signiert, worüber ich mich natürlich wahnsinnig, wahnsinnig freue. So sieht es aus. Und ja, ich liebe es. Aber ich habe es erst gar nicht gemerkt. Ich habe es nur gemerkt, weil ich es bei anderen Booktubern dann gesehen habe, die dieses Buch von ihr auch bekommen haben. Und die haben das halt fotografiert und gepostet. Oh, es ist so signiert. Und ich dachte so, halt, stopp. Es ist signiert. Und habe es aus meinem Regal gerissen und guckst so rein und dachte, oh mein Gott, ja, es ist signiert. Ich habe es halt einfach beim Durchblättern, als es hier angekommen ist. Also ich habe schon so ein bisschen durchgeblättert und so. Aber ich habe es nicht gemerkt, dass es signiert war. Und bin sehr, sehr froh, dass ich darauf hingewiesen wurde. Vor allem der Witz ist, es ist mir wirklich noch ein zweites Mal in diesem Monat passiert, dass ich es nicht gemerkt habe. Aber dazu kommen wir gleich. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall sehr um diese Geschichte. In dieser Geschichte geht es um Ria, die, oder Ria, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es aussprechen soll, die in einer Patchwork-Familie voll magiebegabter Menschen aufgewachsen ist. Und sie selbst fiebert deswegen schon seit Jahren den Tag entgegen, an dem sie an die Akademie eintritt und halt lernt, ihre magischen Fähigkeiten zu beherrschen. Und das ist bei ihr gar nicht so einfach, denn sie ist ja ein Mischlingskind von zwei verschiedenen Elementträgern und dadurch fällt es ihr besonders schwer, ihre Magie zu beherrschen. Noch dazu beziehen sich ihre Fähigkeiten auf das fünfte Element, die Leere, was nochmal ganz speziell ist. Und so startet sie in ein erstes Jahr an der Akademie voller Herausforderungen, voller unerwarteter Gefühle und vor allem auch unerwarteter Wahrheiten, die ans Licht kommen. Für mich klingt das nach einer Geschichte, die einfach absolut nach meinem Geschmack ist, weshalb ich dieses Buch auch direkt im November lesen möchte. Dann erreichte mich ein, wie ich finde, total toll aufgemachtes Buch aus dem Löwe Verlag, nämlich Stories for Boys Who Dare to Be Different, vom Mut anders zu sein. Das ist kein Buch, was man einfach so als Geschichte wegliest, sondern enthält ganz, ganz, ganz viele kurze Biografien zu Männern, die halt ein Vorbild für Jungs sein können, zu Männern, die einen ganz besonderen Weg gegangen sind in ihrem Leben. Hinten drauf steht, es geht um große und kleine Helden aus der ganzen Welt und aus allen Epochen, die Grenzen überschritten haben und gegen den Strom geschwommen sind. Sie alle hatten den Mut, ihren eigenen Weg zu gehen und so ihre Träume zu verwirklichen. Also es soll ja Kindern, es soll Jungs halt Mut geben, ruhig anders zu sein, ihre Träume zu verwirklichen und an sich zu glauben. Und das halt, indem dieses Buch halt ganz viele Biografien enthält in kurzer Form. Ich zeige euch mal eine dafür Seite, die ist doch sehr passend hier für meinen Kanal. Christopher Paolini ist ja der Autor von Eragon. Und es ist halt jede Seite so gestaltet, dass man einmal eine richtig tolle Illustration zu der Person hat und einmal so eine Art kurze Biografie. Ich habe schon so ein bisschen durchgeblättert, also diese Biografien sind halt wirklich auch zielgruppengerecht geschrieben, in einem sehr lockeren, angenehmen Ton und nicht so, ja, sachbuchmäßig, sage ich mal. Also schon für die Zielgruppe auf jeden Fall gut gemacht. Und es sind halt nicht nur Infos dazu, was diese Person in ihrem Leben erreicht hat, sondern auch Dinge, die darauf hinweisen, dass es eben doch ganz normale Menschen sind, in dem halt Hobbys und Vorlieben und irgendwelche Erlebnisse aus der Kindheit erwähnt werden. Das ist so das, was ich beim ersten Durchblättern jetzt so festgestellt habe. Gelesen habe ich es ja noch nicht, aber ich freue mich da schon sehr drauf. Ich finde, so ein Buch ist auf jeden Fall eins, was man dann sehr empfehlen kann. Gerade denjenigen, die irgendwie Angst davor haben, anders zu sein und um jeden Preis versuchen, sich anzupassen, was ja einfach etwas ist, was man nicht tun sollte, sondern man sollte einfach mal selbst sein, seinen Träumen hinterherjagen. Und das ist letztendlich das, was dieses Buch eben auch vermitteln will. Dann erreichte mich eine weitere Fortsetzung, auf die ich auch schon richtig gespannt bin. Und zwar Legendary von Stephanie Garber. Das ist der zweite Band von Caraval. In Caraval geht es um eine Art Spiel. Es geht um zwei Schwestern und eine von beiden träumt schon seit Ewigkeiten daran, an dem Spiel Caraval teilzunehmen. Dieses findet an einem ganz besonderen Ort statt und dem Gewinner wird, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sein größter Herzenswunsch erfüllt. Und tatsächlich landen die beiden Schwestern dann bei Caraval und nehmen an diesem Spiel teil, was aber doch ganz anders und auch gefährlicher ist, als sie gedacht haben. Mir hat vor allem gefallen, in was für einer Welt diese Geschichte spielt, beziehungsweise wie die Welt von Caraval gestaltet ist, von diesem Spiel. Die ist sehr skurril,
verrückt, erinnerte mich so ein bisschen oder sogar ziemlich stark an die Welt von Alice im Wunderland und war für mich auf jeden Fall ein Highlight in dem Buch. Die Geschichte an sich war okay, war zwischenzeitlich ein bisschen langatmig, aber im Großen und Ganzen dann doch eben interessant genug und spannend und ich freue mich deshalb sehr auf diesen zweiten Band. Und ja, lass mich einfach mal überraschen, in welche Richtung die Geschichte diesmal geht. Dann ist ein Thriller bei mir eingezogen und zwar The Dead List von Jennifer Armentrout. Das ist der, ich glaube, zweite Band in der Reihe ihrer Sexy Crime Reihe, wo auch Deadly Ever After erschienen ist. Deadly Ever After habe ich als Hörbuch angefangen zu hören. Hat mich irgendwie nicht so mitgerissen. Ich habe es abgebrochen, aber ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass es Hörbuch war und ich es nicht gelesen habe. Ich glaube, wenn ich es gelesen hätte, wäre ich dran geblieben. Das ist jetzt auf jeden Fall der zweite Teil in dieser Reihe. Man kann die aber, soweit ich weiß, unabhängig voneinander lesen. Wenn das nicht stimmt, dann schreibt mir das gerne. Aber ich glaube, man kann die jede für sich lesen. Ich finde tatsächlich, dass hier der Klapptext spannender klingt als bei Deadly Ever After. Hier geht es um Ella, die eines Nachts überfallen wurde und seitdem in ständiger Angst lebt. Und dann verschwinden zwei weitere Mädchen und es wird eine Leiche gefunden. Und die Situation um sie herum spitzt sich eben dramatisch zu und sie hat Angst, dass der Unbekannte, weil sie überlebt hat, eben nochmal Jagd auf sie macht. Und deshalb benötigt sie unbedingt den Beistand ihres Schwarms Jensen, denn nur in seinen Armen fühlt sie sich noch sicher, doch der Killer ist ihr dicht auf den Fersen und spielt ein ziemlich cleveres Spiel. Also es ist so eine Mischung auf Thriller und eben Love Story, deswegen auch Sexy Crime. Wie gesagt, Band 1 konnte mich nicht ganz überzeugen, aber ich glaube echt, das war auch, weil es ein Hörbuch war und zu der Zeit habe ich einfach noch nicht so viel und wie nennt man das? Regelmäßig Hörbuch gehört wie jetzt. Zurzeit höre ich ja sehr viel Hörbuch und damals zu der Zeit habe ich echt noch 2-3 Monate für ein Hörbuch gebraucht. Und ich glaube, damit hängt es auch zusammen. Ich will mich auf jeden Fall an diesem zweiten Band versuchen. Ich glaube, ich werde recht schnell durch, weil doch, es hat 400 Seiten. Es fühlt sich irgendwie mega dünn und süß an, aber es sind doch 400 Seiten. Das hätte ich gerade irgendwie nicht gedacht. Ich bin gespannt und werde euch auf jeden Fall nach dem Lesen berichten. Dann ist eine weitere Fortsetzung erschienen, ein zweiter Band, auf den ich mich auch schon sehr, sehr freue. Und zwar ist es Hard Frost von Jennifer Estep. Das ist der zweite Band von Mythos Academy Colorado, also von dem Spin-off von Frostkuss und so weiter. Ich habe die Mythos Academy ja echt geliebt, auch wenn sie nicht perfekt war und war deshalb sehr gespannt auf das Spin-off. Und auch da hat mir der erste Band wirklich gut gefallen. Deshalb bin ich natürlich jetzt sehr, sehr neugierig, wie diese Geschichte weitergeht. Ich verrate euch jetzt noch nicht, um welchen Charakter es in diesem Spin-off geht, weil man den erst im Rahmen der Mythos Academy um Gwen und Logan und Daphne und die anderen kennenlernt. Die taucht erst in, ich glaube, im vorletzten Band auf. Und von daher, ich will euch da noch nichts vorwegnehmen, also wenn ihr die noch nicht gelesen habt. In der Mythos Academy geht es auch wieder um eine Schule für besonders begabte Jugendliche. In diesem Fall haben sie alle die magischen Fähigkeiten von Göttern, von zum Beispiel griechischen und nordischen Göttern. Und Gwen, die Protagonistin, hat eine ganz besondere Gabe. Sie ist eine Gypsy, das heißt, sie kann, wenn sie einen Gegenstand anfasst, wahrnehmen, was die Person, die es vorher angefasst hat, gefühlt und gedacht hat. Und sie wird in eine Reihe gefährlicher Ereignisse verstrickt, denn es gibt auch Anhänger eines bösen Gottes, die halt versuchen, ihn zurück an die Macht zu bringen. Wie genau es dann weitergeht, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich mochte die Reihe, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Ich finde, sie steigert sich unheimlich vom ersten Band an. Man merkt einfach, wie die Autorin besser und besser wurde im Schreiben, wie sie Erfahrung gesammelt hat und auch mutiger wurde. Und von daher habe ich die sehr gern gelesen und wie gesagt, jetzt freue ich mich sehr auf den zweiten Band des Spin-offs. Auch beim nächsten Buch handelt es sich um einen zweiten Band, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe und auf den ich schon lange gewartet habe. Und zwar ist es Iskari, die gefangene Königin. Oh, ich freue mich so. Ich finde auch dieses Cover einfach wunderschön irgendwie, wie es glänzt und funkelt. Und ja, ich war in den ersten Band total verliebt. In Iskari geht es um eine Prinzessin, die ja, in ihrer Vergangenheit ist etwas passiert, was sie ziemlich negativ belastet, weshalb sie auch
ja, von allen eher mit Misstrauen und Geringschätzung betrachtet wird. Und dann sieht sie nur einen Ausweg, diesem Leben zu entkommen, und zwar indem sie den mächtigsten und stärksten aller Drachen tötet. Und dann macht sie sich eben dazu auf den Weg, doch dann kommt alles ganz anders. Wenn ihr mehr wissen wollt, auch hier verlinke ich euch gerne mal meine Rezension. Ich habe Band 1 geliebt und das hätte ich gar nicht so gedacht. Ich wusste zwar, dass Drachen vorkommen, und Drachen sind ja für mich immer schon ein Ding, weshalb ich sage, okay, das Buch müsste ich lesen. Aber in der Form, wie die Drachen dann vorgekommen sind, das hat mich dann doch überrascht und ich fand die Geschichte richtig toll. Sie hat mich an einer Stelle auch einfach zu Tränen gerührt, also sie hat mich wirklich emotional auch total mitgerissen, und deshalb freue ich mich jetzt sehr auf den zweiten Band. Der zweite Band wird ein bisschen anders, denn hier haben wir eine andere Protagonistin. Welche verrate ich euch jetzt nicht, weil auch diese Person taucht eben im ersten Band erst als Nebencharakter auf. Ich finde den Umstand, dass dies jetzt die Protagonistin ist, auf jeden Fall sehr spannend und bin da echt neugierig drauf und freue mich echt schon darauf, diesen zweiten Band zu lesen. So, ein paar Bücher haben wir noch. Das nächste werde ich auf jeden Fall hundertprozentig Ende November oder spätestens Anfang Dezember lesen. Es ist nämlich All I Want for Christmas, eine Weihnachtsromanze in Manhattan von Julia Stein. Ja, ich brauche im Dezember einfach immer irgendwelche Weihnachtsbücher, je mehr, desto besser. Und in diesem Jahr wird es unter anderem dieses sein. Und das ist das zweite Buch, wo ich nicht gesehen habe, dass es signiert ist. Auch das habe ich erst über Instagram mitbekommen, was mir echt wahnsinnig leid tut irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, ich will halt immer nicht zu viel sehen, wenn ich ein Buch neu habe, weil ich Angst habe, mich irgendwie zu spoilern. Das ist mir tatsächlich schon einige Male passiert, dass ich so im neuen Buch so rumgeblättert habe und dann irgendwas gelesen habe, wo ich so dachte, nein, das wollte ich doch noch gar nicht wissen. Von daher habe ich mir angewöhnt, echt immer nur so einmal so durchzugucken, um zu sehen, ob es irgendwelche Bildchen gibt, irgendwie die Kapitelanfänge besonders illustriert sind oder sonst was. Und deswegen übersehe ich natürlich ganz oft, dass dann sowas da ist. Ja, nicht so schlimm. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, diese Weihnachtsgeschichte zu lesen. Die klingt echt toll. Hier geht es nämlich um eine Hochzeit und um die Trauzeugen Pippa und Hunter. Pippa und Hunter sind eben die Trauzeugen auf der Hochzeit ihrer besten Freunde, soweit ich weiß. Und die beiden können sich auf den Tod nicht ausstehen und zwischen den beiden fliegen nur die Fetzen, was es natürlich sehr schwierig macht, Trauzeugen zu sein. Und die beiden sind sich aber in einer Sache besonders einig. Ihre besten Freunde passen auf gar keinen Fall zusammen. Und deswegen versuchen sie, ja, mehr oder weniger diese Hochzeit zu verhindern und einen Keil zwischen die beiden Verliebten zu treiben. Und achten und rechnen dabei nicht damit, dass es sich zwischen ihnen auch anders entwickelt, als sie dachten. Und ein, ja, weihnachtlich und ein Abend im weihnachtlichen Rockefeller Center alles zwischen Pippa und Hunter verändert. Also ich finde, es klingt einfach durch diesen Umstand, dass sie sich erst überhaupt nicht leiden können und dann auch noch eine Hochzeit verhindern wollen, mega lustig irgendwie. Also ich glaube, es könnte echt eine sehr unterhaltsame und auch witzige Geschichte sein, stellenweise. Und gleichzeitig gibt es eben dann diesen Funken Romantik. Ich bin da sehr gespannt drauf. Für mich klingt es einfach nach einer richtig tollen Weihnachtsgeschichte und deswegen wird sie auch auf jeden Fall zur Adventszeit gelesen. Das nächste Buch würde ich wahrscheinlich gerade lesen, wenn ich nicht schon so viele angefangene Bücher hätte. Und wenn ich diese jetzt beendet habe, ist es fast zu spät, dieses Buch anzufangen. Denn es handelt sich um ein Buch, wo ich glaube, dass es ziemlich gruselig sein könnte und perfekt zu Halloween passen würde. Aber es ist leider erst Mitte Oktober hier angekommen und irgendwie war es dann schon zu spät. Aber allein das Cover macht mir ein bisschen Angst. Und zwar ist es Das Heim von Mats Strandberg. Und ich meine, guckt euch dieses Cover an. Ich krieg da echt ein bisschen Angst. Es starrt mich so an und oh Gott. In diesem Buch geht es um Joel, der nach 20 Jahren in seine Heimatstadt zurückkehrt, um seine demenzkranke Mutter zu pflegen. Schließlich bleibt ihm keine andere Wahl und er bringt sie in einem Seniorenheim unter. Und dort verschlechtert sich der Zustand seiner Mutter aber dramatisch. Sie magert ab, wird ausfallend und spricht von dunklen Geheimnissen, ja, die sie eigentlich gar nicht kennen kann. Und Joel erkennt seine Mutter kaum noch wieder und so langsam bekommt er die Gewissheit, dass etwas ganz Böses dahinter steckt, was sich eben gerade einen Weg in diese Welt bahnt. Es ist ein Thriller. Ich finde, es klingt auch irgendwie sehr nach Horror und wie gesagt nach einem Buch zum Gruseln, weshalb ich es echt gern jetzt zu Halloween gelesen hätte. Ich weiß nicht, ob ich Anfang November vielleicht noch Bock auf solche Bücher habe, dann schiebe ich es da vielleicht spontan noch ein, weil es wäre sehr schade, das jetzt so lange auf dem Sub liegen zu lassen. Aber auf solche Bücher habe ich eben vor allem im Herbst Lust.
Meistens. Es kommt auch mal anders, aber wie gesagt, es könnte halt sein, dass es sonst ziemlich lange auf meinem Sub liegt. Das wäre sehr, sehr schade und von daher versuche ich zumindest, es noch irgendwie unterzukriegen jetzt in dieser eher dunkleren Zeit, bevor es dann auf Weihnachten zugeht, weil dann passt sowas irgendwie stimmungsmäßig gar nicht mehr bei mir. Ich finde auf jeden Fall, es klingt ziemlich, ziemlich gruselig. Dann ist bei mir ein Buch eingezogen zu einem Kinofilm, der jetzt auch bald anläuft und ein Buch, was ich einfach lesen möchte, weil ich finde, es klingt ziemlich speziell. Also es klingt mega spannend, aber es klingt auch sehr neu und originell einfach auf Grund bestimmter Punkte. Und zwar ist es Mortal Engines, Krieg der Städte. Da geht es um eine, ja, ferne, ferne Zukunft, in der Städte von großen, gigantischen Motoren angetrieben werden, sich in Bewegung setzen und Jagd aufeinander machen. Ich habe keine Ahnung, wie genau ich mir das vorstellen soll. Ich finde einfach, es klingt total speziell und habe Lust darauf, das auszuprobieren. Hier steht dann noch drauf, es ist der Auftaktband einer monumentalen Fantasy-Saga voller Luftschiffe, Piraten, Kopfgeldjäger und Spione. Und ich finde einfach, es klingt total verlockend. Auch wenn ich nicht genau weiß, worum es geht, klingt es irgendwie spannend und nach interessanten Charakteren und einer vor allem auch interessant gestalteten Welt. Und deshalb möchte ich mich einfach daran versuchen. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, das Buch zu lesen, bevor der Film anläuft, weil ich glaube, der kommt jetzt echt schon sehr bald. Ich weiß gar nicht, ob der noch dieses Jahr kommt oder Anfang nächsten Jahres. Es war auf jeden Fall nicht mehr allzu lange hin und von daher werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, das Buch vor dem Film zu lesen, aber ich werde mir den Film dann erst angucken, wenn ich das Buch gelesen habe, sprich irgendwann dann auf DVD. Ich bin auf jeden Fall echt neugierig drauf. Wenn ihr davon schon mehr gehört habt oder das vielleicht sogar schon gelesen habt, teilt mir gerne mal eure Meinung mit. Würde mich sehr interessieren, weil ich finde, das klingt echt irgendwie speziell. Drei Bücher haben wir noch. Die nächsten beiden sind jeweils zweite Bände. Und zwar ist zum einen bei mir angekommen die Duftapotheke, das Rätsel der schwarzen Blume. Das ist der zweite Band der Duftapotheke. Ich habe den ersten, ich glaube, im April oder Mai gelesen. Ich glaube, im April. Ich habe das echt angefangen, direkt nachdem es bei mir angekommen war und ich war sofort verliebt. In der Duftapotheke geht es um, wie hieß sie, um Luzi, die mit ihrer Familie umzieht und sie ziehen in eine, ja, ziemlich alte und auch irgendwie einschüchternde Villa und Luzi ist eigentlich erst gar nicht begeistert, doch dann macht sie sich mit ihrem kleinen Bruder so ein bisschen auf den Weg auf so eine Entdeckungsreise durch diese Villa und sie finden tatsächlich einige seltsame Dinge und zu guter Letzt sogar einen Raum voller seltsamer Duftflakons und sie finden heraus, dass diese Düfte in diesen Flakons ganz besondere Fähigkeiten haben und es gibt bestimmte Flaschen, die man lieber nicht öffnen sollte. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr das Buch lest. Es ist natürlich eigentlich eher für jüngere Leser gedacht. Mich konnte der erste Band trotzdem einfach nur begeistern. Er ist so toll geschrieben gewesen. Es ist eine so schöne, fantasievolle Idee und ich fand den ersten Band echt genial. Mehr dazu erfahrt ihr in meiner Rezension, wenn ihr euch die angucken möchtet. Noch dazu sind diese Bücher einfach wunderschön gemacht. Also es fängt schon direkt, wenn man das Buch aufklappt, an. Und immer wieder im Buch sind halt kleine und große Illustrationen und vor allem die Kapitelanfänge sind auch einfach wunderschön gestaltet und ich war echt mega begeistert vom ersten Band und habe mich sehr auf diesen zweiten gefreut, auf den ich mich jetzt auch sehr freue, was das Lesen angeht. Ich weiß noch nicht genau, wann ich ihn demnächst lesen werde. Ich glaube, aber allzu lange wird es bis dahin nicht dauern, weil wie gesagt, Band 1 hat mich echt begeistert. Diesmal ist sogar noch ein kleines Extra dabei. Ich will es jetzt nicht komplett ausfalten, aber obwohl, ich zeige es euch mal so. Und zwar, obwohl, nee, jetzt mache ich es doch ganz. Ich falte es doch ganz auseinander. Wenn es geht, ohne kaputt zu gehen. Und zwar welcher Duftplan dabei, wo halt drauf steht, welche Düfte, ja, welche Fähigkeiten haben, sage ich mal. Warum das wichtig ist, werdet ihr dann beim Lesen des ersten Bandes merken. Ich war wie gesagt begeistert und freue mich jetzt sehr auf diesen zweiten Band. Ebenso gespannt bin ich auf Consider, der Tribut von Christy Acevedo. Auch das ist ein zweiter Band. In dem ersten Band geht es um, wie hieß sie? Alex, genau. Alex, die ja ein ganz normales Leben führt, bis plötzlich überall auf der Welt Hologramme und Portale am Himmel auftauchen. Diese seltsamen Portale sollen angeblich in eine andere Welt führen. Und die Hologramme, die dazu auftauchen, sagen das Ende der Welt voraus. Und angeblich
führt der einzige Weg, sich zu retten und zu überleben, durch dieses Portal ins Unbekannte. Und daraufhin spaltet sich die Welt, spaltet sich die Gesellschaft. Es gibt zum einen die Menschen, ja, die daran glauben und wirklich durch die Portale steigen, ohne zu wissen, was sie auf der anderen Seite erwartet. Und es gibt die Menschen, die das Ganze nicht glauben und etwas, ja, einen Trick dahinter vermuten, etwas Böses, die dem einfach nicht trauen. Und Alex steht irgendwie zwischen den Fronten, denn sie gehört eigentlich zu den Menschen, nee, denn ihre Familie will nicht durch die Portale gehen und sie selbst fragt sich aber immer weiter, ob es nicht doch der richtige Weg wäre, durch die Portale zu gehen, ist aber sehr unentschlossen und immer weiter spitzt sich die Lage zu, bis sie sich schließlich dann entscheiden muss. Ich fand den ersten Band wirklich gut. Ich hätte mir gewünscht, dass er sich noch mehr auf einige Problematiken und auch ethische Fragen konzentriert, die einfach im Rahmen dieser Geschichte auftauchen, statt auf, ja, bestimmte andere Dinge. Aber nichtsdestotrotz war es unterhaltsam und vor allem das Ende hat mich echt, ja, geflasht und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es danach jetzt im zweiten Band weitergeht und freue mich tatsächlich sehr, weil der zweite Band um einiges dicker ist als der erste und das verspricht irgendwie schon mal viel, finde ich. Aber mal schauen, ich werde es bald lesen und freue mich drauf. Und zu guter Letzt ist noch eine Geschichte fürs Herz bei mir eingezogen. Und zwar Cinder und Ellie von Kelly Oram oder Rum oder wie auch immer man es ausspricht. Hier geht es um Ella, die einen Autounfall hatte und jetzt ein Jahr lang ständig operiert wurde und in der Reha war. Und jetzt musste sie auch noch zu ihrem Vater und dessen neuer Familie ziehen, die sie halt überhaupt nicht kennt. Und Ella ist total überfordert und deshalb beschließt sie, sich nach langer Zeit wieder bei ihrem Chatfreund Cinder zu melden. Cinder ist der Einzige, der sie wirklich versteht und das, obwohl sie ihn noch nie getroffen hat. Und obwohl sie ihn noch nie getroffen hat, ist sie auch mittlerweile irgendwie in ihn verliebt. Was sie aber nicht ahnt, ist, dass Cinder einer der angesagtesten Schauspieler aus Hollywood ist. Klingt nach einer sehr speziellen, sehr interessanten und auch sehr unterhaltsamen Geschichte. Ich glaube, es könnte da einige auch skurrile oder lustige Momente geben und es könnte sehr, sehr herzerwärmend sein. Ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf und ach ja, habe auch so einen kleinen Freudensprung gemacht, als es hier angekommen ist und kann es kaum erwarten, das zu lesen. Aber ich denke, damit werde ich noch ein bisschen warten. Es klingt irgendwie nach einer perfekten Frühlingsgeschichte, wobei ich nicht weiß, ob ich mich wirklich so lange noch gedulden kann. Ach ja, aber ja, Vorfreude ist die schönste Freude oder so. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass dieses Buch jetzt hier ist und das war mein letzter Neuzugang im Oktober. Schreibt mir sehr gerne mal, welches der Bücher ihr schon gelesen habt oder auch auf welches davon ihr euch ebenfalls freut. Welches soll bei euch unbedingt noch einziehen oder welches habt ihr vielleicht sogar schon und es juckt euch schon in den Fingern, es zu lesen. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann war's das für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich natürlich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!